Hallo Freunde, heute zeige ich euch, wie man ganz einfach so ein Hochzeitstorten-Icon erstellt. Das Original schiebe ich jetzt erstmal beiseite. So, dann ziehen wir ein Rechteck auf. Hier ist die Füllung natürlich entfernt worden und die Farbe der Kontur habe ich auf weiß eingestellt. Nachdem wir das Rechteck aufgezogen haben, gehen wir in Pfad, Objekt in Pfad umwandeln. Dann gehen wir nochmal in Pfad, Pfadeffekte auf das Plus, dann Ecken abrunden. Dann gehen wir hier in das Knotenwerkzeug, wählen die oberen beiden Knoten aus und runden sie dann gleichmäßig ab. Das Objekt können wir jetzt duplizieren. Dann können wir den zweiten Tortenboden auf den ersten Tortenboden setzen. Und jetzt habe ich hier noch Rechtecke aufgezogen, um ein Muster reinzubringen. Beziehungsweise bei manchen Tortenböden sieht man ja die verschiedenen Schichten auch von außen. So, dazu gehe ich wieder in mein Rechteckwerkzeug. Und ziehe hier entsprechend ein Rechteck auf. Und das Ganze mache ich jetzt ebenfalls bei den anderen Tortenböden. Dann gehe ich in mein Freihandzeichnen-Werkzeug und setze hier ein paar Punkte in einer Linie. Das Ganze mache ich jetzt auch wieder bei allen drei Tortenböden. Sie sollen dann entsprechend die heruntergelaufene Glasur darstellen. Dann wähle ich meine drei von Hand aufgezogenen Striche aus, gehe dann in die Farbe der Kontur und färbe die Kontur weiß. Und das Muster der Kontur setze ich jetzt wie bei den Rechtecken auf 3 mm. Daraufhin gehe ich hier in mein Knotenwerkzeug und lasse die Glasur herunterlaufen. Das Ganze kriegt ihr bestimmt auch noch schöner hin, ich lasse das jetzt einfach mal so. Dann ziehe ich für die Kerze hier oben noch das Rechteck auf. Dann ziehe ich für die Flamme einen Kreis auf. Gehe dann in Pfad, dann Objekt in Pfad umwandeln und kann so den oberen Punkt einzeln hochziehen. Jetzt muss ich die Kontur natürlich noch heruntersetzen. Nämlich auf 3 mm. Und jetzt wähle ich alles aus, gehe hier auf Ausrichten und Verteilen und dann auf Vertikal zentrieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich auch über jeden Like und jeden Kommentar. Lasst doch gerne ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Mal.